Ein herzliches Willkommen zu Cities in Motion. Und bevor ich jetzt noch ganz kurz, ja, ich habe nur mal kurz geschaut, ob ich auch aufnehme. Und zwar, ja, wir sind jetzt hier in Cities in Motion, einem, wie ich finde, ganz genialen Spiel. Es ist wirklich saugeil. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Und zwar, wir spielen auf Einstellungen. Super hoch, super hoch, super hoch, super hoch, vertikal. Ja, das passt schon. Und zwar, neues Spiel. Wir machen jetzt mal ein Tutorial. Und zwar, Tutorial, erste Schritte. Willkommen in dieser kleinen, freundlichen Stadt, in der Sie die Grundlagen von Cities in Motion erlernen können. Und er lädt gerade. Und wir sehen hier die Linie 62, den Citybus, die Straßenbahnlinie 10 Richtung Stadtplatz und natürlich ein Spielbutton. Sekunde. Sehr erfreut. Willkommen bei Cities in Motion. Ich werde Ihr Einweiser sein, wenn ich sprechen konnte. Wir sehen uns nun kurz die Spielgrundlagen an. Danach werden Sie spielbereit sein. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ja, ja. Was sollen wir denn tun? Ah, hier, Fragezeichen. Anklicken. Willkommen bei Cities in Motion. Ich werde Ihnen alles beibringen, was Sie zur Führung einer erfolgreichen Firma im Bereich öffentlichen Transportwesen wissen müssen. Sehen wir uns doch zu Beginn ein wenig um. Wenn Sie Ihren Mauszeiger an einen beliebigen Bildschirmrand bewegen, scrollt der Bildschirm in diese Richtung. Alternativ können Sie dazu Ihre mittlere Maustaste gedrückt halten. Mit den Pfeiltasten können Sie die Bildschirmansicht rotieren. Probieren wir doch mal. Okay. So, ja, passt. Großartig. Lassen Sie uns fortfahren. Wenn Sie eine Anfrage akzeptieren, übernehmen Sie eine Aufgabe. Alle aktuellen Aufgaben können Sie sich in der Aufgabenliste ansehen, die Sie in der unten linken Bildschirmecke überhalb der Minikarte finden. Und ich sollte jetzt mal etwas schneller sprechen. Nach der Aufnahme dieser Aufgabe klicken Sie auf die Aufgabenliste und sehen sich Ihre Zielvorgabe an. Machen wir doch glatt. Sehr schön. Hervorragend. So funktioniert das für alle Aufgaben. Sie können sich außerdem die Aufgaben ansehen, die Sie bereits erledigt haben. Scrollen Sie dazu nach unten zu den mit grünen Pfeilen markierten Aufgaben. Machen wir doch glatt. Der Schlüssel zum Aufbau eines Systems, das viele Passagiere anzieht, sind Strecken, die Sie schnell und bequem zu Ihrem Bestimmungsort bringen. Und eine Sekunde mal. So, ich musste nur kurz rülpsen. Auf gut Deutsch gesagt, die Reiseziele der Menschen können Sie in der Informationsansicht sehen. Klicken Sie dazu einfach auf die Infoschaltfläche neben dem Kartenfenster. Sie können vielerlei Aspekte auf der Karte anzeigen lassen. Reisegebiete sind immer ein großer Menschenmagnet, genauso wie Flughafen und Bahnhofterminals. Gute Strecken können Sie auch ermitteln, indem Sie herausfinden, wie die Menschen pendeln. Sie können beispielsweise überprüfen, wo die Arbeiter leben und wo sich ihre Arbeitsstätten befinden. Die Fabriken in der Informationsansicht variieren von rot bis grün. Und zeigt Ihnen somit, wie viel gefilterte Aktivität es in jedem Gebiet gibt. Wenn Sie also nach Arbeiterarbeitsstätten suchen, gibt es in roten Gebäuden wenige oder gar keine Arbeitsstätten, in orangefarbenen einige wenige, in gelb ein paar mehr, in hellgrün viele und in dunkelgrün schließlich haufenweise. Ja, tada. Nö. Tada. Jupp. Sehr schön. Schön.
Wenn Sie an die Informationsanzeige erinnern, bevor Sie eine Linie aufbauen, werden Sie sich gut schlagen. Glaube ich auch. Glaube ich auch, Mensch. Boah, diese Stimme macht echt hervor. Hilfe. Ich muss mir dafür einen Vocalizer kaufen. Am oberen Bildschirmrand finden Sie mittig das Baumenü. Lassen Sie uns nun zur Übung eine Bushaltestelle bauen. Wählen Sie aus dem Menü oder der Busschaltfläche aus und platzieren Sie sie auf einer beliebigen Straße der Stadt. Bauen Sie eine Bushaltestelle. Werden wir machen. Und warum ruckeln die Frames gerade? Ich gehe mal kurz ein bisschen mit den Grafikeinstellungen runter. Okay. Machen Sie eine Bushaltestelle. Boah, die Frames. Die Frames. 4 Frames. 2 Frames. Hilfe. Nein. Oh. Mist. Also ich muss dann mit den Grafik. Mit der Grafik auf jeden Fall. Nein, auch nicht. Alter, wo gibt's denn hier Scheiße? Da hier. Haltestellen mit Unterstand. Ja, bauen mal hier so, daher. Yes, Alter. Gut gemacht. Dies ist ein guter Start für die Transportlinie. Wenn Sie der Meinung sind, die Position sei eventuell nicht ideal, können wir die Haltestelle planieren. Dadurch erhalten Sie ein großartiges Geld zurück und können die Haltestelle an einen anderen Ort errichten. Die Höhe des zurückerstattenden Geldbetrags richtet sich nach der ausgewählten. Sie. Okay, unverständlich. Das ist aber okay. Ein Stylizer im Fernsehen. Geil. Bauen Sie jetzt 4 weitere Haltestellen. Da Sie eine Grundstrecke für den Bus bauen möchten, müssen Sie alle Haltestellen auf derselben Straßenseite bauen. Verstanden. Okay, machen wir mal. Hier bei der Kirche. Dann. Da so und ja. Da so. Und da so. Yes. Yes, Alter. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir die Haltestellen einer Linie zuweisen. Mach mal. Jetzt müssen Sie den Bussen nur noch sagen, wann und wo Sie anhalten sollen. Öffnen Sie dazu das Fenster Linien auf der linken Bildschirmseite. Wählen Sie das Register Bus und klicken Sie auf Neue Linie. Klicken Sie dann auf Haltestelle suchen und klicken Sie die Haltestelle auf der Karte dann in der Reihenfolge an, in der Sie der Bus anfahren sollen. Zur Fertigstellung der Linie verbinden Sie dann einfach die letzte Haltestelle mit der ersten. Kapito, was den Schnörkler mal weg. Neue Linie, Haltestellen hinzufügen. Einmal Main Street, dann Church Road, Park Road, sehr einfallsreich den Namen. North Street, ureinfallsreich. Park Avenue, extremst einfallsreich. Und Linie schließen. Super, geil. Gute Arbeit. Jetzt machen wir mit den Fahrzeugen weiter. Na klar. Was ist deine Linie schon ohne ein Fahrzeug? Nichts, würde ich mal sagen. Klicken Sie auf Fahrzeuge verwalten. Dort sehen Sie, welche Fahrzeuge zum Verkauf stehen. Welche Art von Bus hätten Sie denn gern? Schauen Sie sich die Statistik an, um den Bus Ihrer Wahl zu finden. Sie unterscheiden sich alle voneinander. Bus. Ja, hier hätten wir zum einen den Sternberger Doppel. Oder dessen Werte schauen eigentlich schon halbwegs vernünftig aus. Oh, doppelter Gelenkbus, alter Schwede. Von der Attraktivität her ist der am größten. Dino Vettore. Aber ob der so. Ich würde mal sagen, nur so ein kleiner VW-Bus, so ein mittlerer, ich würde sagen, nehmen wir mal so an. Wo machen wir denn Fahrzeuge vorbei? Schwupp. Nehmen wir einfach mal. Na, nehmen wir nur einen. Eine gute Wahl. Lassen Sie uns die Linie nun in
Betrieb nehmen. Als letztes müssen Sie dem Bus noch grünes Licht geben. So in etwa Daumen hoch. Klicken Sie dazu einfach im Linienfenster auf das kleine Flaggensymbol neben der Linie. Sehen Sie die kleinen Augensymbole neben der Linie? Damit können Sie die kontrollieren, welche Linie auf der Karte hervorgehoben werden. Aktivieren Sie die Buslinie. Okay, let's start session. Uga, es hat funktioniert. Jetzt würde ich... Okay, jetzt verende ich mal meine Stimme, weil ich kann so nicht mehr reden. Jetzt würde ich gern sehen, wie diese kleinen Menschlein in den Bus steigen und wo sie aussteigen. Wenn sie auf einen Bus oder eine Haltestelle klicken, wechselt das der Miniaturbildschirm entsprechend. Und sie können den Bus oder die Haltestelle verfolgen, während sie andere Dinge erledigen. Für viele Gebäude und Fahrzeuge werden Informationen angezeigt, wenn sie sie auswählen und die Informationsansicht für den Bildschirm auswählen. Die Buslinie erscheint wunderbar zu funktionieren. Ich glaube, wir sollen eine Straßenbahnlinie bauen. Ich werde jetzt mal was trinken. Und ich mache es extra so, dass man hört. Ah, herrlich. Oh. Wow, die Stimme strengt an. Straßenbahn fahre ich am liebsten. Ich auch. Wählen Sie dazu einfach das Straßenbahnsymbol im Baumenü aus und wählen Sie Gleise. Bauen Sie an den Gleisen jeweils einen kleinen Kreis oder legen Sie die gesamte Linie kreisförmig an. Bauen Sie eine Straßenbahnstrecke. Sollte ja eigentlich machbar sein. Straßenbahn. Schienen. Wie wäre es, wenn wir auch hier so machen, irgendwie? Da so. So. So, weiter runter, ja, dann da so. Und dann so. Der Typ hat ja gesagt, wir sollen die eher so ein bisschen kreisförmig anlegen. Jetzt machen wir hier noch irgendwie ein Ende. Die kann man jetzt nicht zufällig einfach hier so wenden lassen, oder? Weil das geht tatsächlich. Wie krass. Gut gemacht. Besser hätte ich das auch nicht geschafft. Glaube ich dir, du Kleiner. Ja. Fügen Sie weitere Haltestellen hinzu. 3 sollten genug sein. Aber wenn Sie mehr haben möchten, können Sie weitere hinzufügen. Hätte ich ja gar nicht gedacht, Alter. Passen Sie dabei nur auf, die Haltestellen auf die richtige Straßenseite zu positionieren. Werde ich machen. Dabei mache ich ein bisschen größere Nehmer. Mal hier so schön die Endhaltestelle. Und dann hier die da. Die da und die da. Dann hier eine und hier eine. Sowie hier eine. Super. Passt. Ihre Arbeit gefällt mir. Die Haltestellen haben Sie gut platziert. Dankeschön. Klicken Sie nun zum Kauf einer Straßenbahn im Linienfenster zunächst auf Fahrzeuge verwalten und klicken Sie dann zur Aktivierung der Linie auf das Flaggensymbol. Das werden wir doch gleich mal machen. Nehmen Sie Ihre Straßenbahn in Betrieb. Okay, das machen wir. Wie war das nochmal? So, so. So, neue Linie. Haltestelle. Sie endet, sie beginnt hier bei Park Avenue. Dann geht's weiter über Main Street. South Street. East Street. Alter, wird immer besser. High Street. Rathaus und wieder zur Park Avenue. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier die Fahrzeuge verwalten. Puh, gibt's einige. Oh, die ist attraktiv, Alter. Oh, die schaut aber. Ui, was ist denn das für ein seltsames Zeichen? Das hier und das hier.
Ja, nehmen wir mal die, die ist, die schaut nicht so schlecht aus. Und go.